Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute kommt das erste Mal ein Video vom neuen Format Week Replay, das ich mir überlegt hatte, um etwas regelmäßiger Videos hochladen zu können. In letzter Zeit habe ich nicht immer genug Material gehabt, um ein richtiges Video schneiden zu können, doch das ändert sich hiermit jetzt hoffentlich. Natürlich werden auch weiterhin normale Videos kommen, aber ich denke, es könnte eine ganz coole Abwechslung sein, wenn ich euch ab und zu von meinen Wochentrips berichte. In Nussbaum hat sich in letzter Zeit ziemlich viel verändert und ein Großteil der alten Strecken musste abgerissen werden. Trotzdem sind jetzt wieder ein paar neue Lines entstanden, von denen ihr gerade auch schon ein bisschen was gesehen habt. Die alte Guido-Line mit dem 8 Meter Gap wurde jetzt so umgebaut, dass man auch auf flachen Sprüngen mit viel Airtime fahren kann. Teilweise wird hier immer noch gebaut und die Tage im Wald bestehen meistens zur Hälfte aus Bauen und zur anderen Hälfte aus Fahren. Am Samstag sind wir dann zu einem Secret Spot in der Nähe gefahren, bei dem ich das letzte Mal circa vor einem Jahr unterwegs war und mal wieder gemerkt habe, wie viel Progress ich in dem letzten halben Jahr so gemacht habe. Von flachen Doubles bis hin zu steilen Sprüngen gibt's also ziemlich alles und wir hatten eine Menge Spaß. Aber schaut einfach selbst. Am Sonntag stand dann Altenberg auf dem Plan und wir sind nochmal die verschiedenen Trails von Floyd bis Stall durchgefahren, die auch im vorherigen Video teilweise aufgetaucht sind. Das Wetter hat mitgespielt und der Tag konnte eigentlich nicht besser werden. Bei der Gelegenheit ist mir dann nochmal aufgefallen, warum ich eigentlich das Canyon Talks unbedingt haben wollte. Während des Fahrens fühle ich mich einfach pudelwohl auf dem Bike und kann mich voll und ganz aufs Fahren konzentrieren, ohne die Angst haben zu müssen, dass irgendwas am Fahrrad kaputt geht. Gegen Mittag sind wir dann an die Steilabfahrt gekommen, die auf der GoPro mal wieder viel kleiner aussieht als sie ist. Thank you.
An dieser Hip sollte mein Fahrrad dann allerdings doch noch verwundbar werden und mein Schlauch fand die Begegnung mit dem Stein in der Landung nicht ganz so lustig. Sehr schön. Den Rückweg durfte ich dann bis zur Bushaltestelle schieben und konnte dann mit einem Plattenreifen das Wochenende beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen und die erste Folge Reek Replay kam gut bei euch an. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.